So, da sind wir wieder mit. Boah, oben ist ein schwarzer Rand. Na, was soll's. Ich habe das irgendwie nicht perfekt hinbekommen. Was soll's. Ah, ich will weg. Ja, Marius Pico 2. Menzi hat meine Aufgabe für dich. Google mal, ob das auch in Deutschland rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob das Spiel auch in Deutschland rausgekommen ist. Oder? Ich glaube, aber ich weiß es nicht. Menzi, ich habe es früher nie im Laden irgendwo gesehen. Menzi, das hätte ich mir auf jeden Fall gekauft, weil ich Marius Pico 1 sehr mochte. Menzi, google mal, ob es Mario Pico hier in... Oder Lieferetzes. Egal wer, googelt mal, ob Mario Pico 2 in Deutschland erschienen ist. Wie gesagt, ich habe immer nur 1 gesehen. 2 nie. Ja, wir haben immer noch... Easy Picross und ja, jetzt machen wir den Tisch hier rechts. Dann beginnen wir. Gucken wir uns das mal an. Ich sehe direkt eine 15. Geht direkt, ich habe noch gar nicht geguckt, gibt es ja andere Musiken? Oh. Nice. Die Musiken kenne ich alle überhaupt noch nicht, weil ich habe ja nur Mario Picross 1 gespielt. Neue Musiken. Die ist lustig. 6, 7, 8. Falsch. Ich bin immer noch nicht an die Mechanik gewöhnt, dass wenn man einen Fehler macht, ist er ein Automat und ich gehe nochmal raus. Oh, man kann mehrere Hinweise bekommen. Sehr cool. Und der Game Over Flash ist nicht mehr so fett wie Mario Picross 1. Ich würde gerne mal alle Musiken kurz anhören. Ich will die erste am besten. Ganz ehrlich, muss sagen, die erste finde ich am besten. Eine 15. Mal gucken, ob wir heute die rechte Seite überhaupt schaffen. Bei meinem Tempo. Oh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Hätten wir das erledigt. Außenreihen sind immer sehr gut, weil dann sehen wir, dass die 7 bis hier geht. 1, 1, 1, 1, 1, 3. So. Die werden alle erledigt jetzt. Gucken wir mal, wohin die 4 geht. Warum nicht? Okay, das heißt... Nein, bin ich doof. Ich hab mich verklickt. Oh, ich bin so dumm, ey. Das neue Mario Picross verwirrt mich noch. Mario Picross 2. Es tut mir leid. Verwirrt mich immer noch, ja. Wo ich schon hier ein paar 3 bin. Irgendwann werde ich mich dran gewöhnen. Das sind 2. Dann gucken wir mal erstmal hier. Die 1 wäre weg. Die 1 wäre weg. Die 2 wäre weg. Die 12 wäre gleich auch weg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Die 2 wäre weg, die 1 wäre weg, die 4 wäre weg. Das ist 1. Die 1 wäre erledigt, die 1 wäre erledigt, die und die wäre erledigt. Das ist eine 2, das ist eine 3, das ist eine 3. Ach ja, ich wollte euch die News noch erzählen, die ich im Pokémon-Part erzählt habe. Damit auch wirklich viele Leute die News hören und nicht nur... Ich habe mir im Pokémon-Part Stichwörter geschrieben. Also guck mal, Papel, nochmal die News hören. Also, News Nummer 1. Ich habe mir eine japanische Tastatur bestellt. Ich habe ja immer... Ich lerne ja gerade Japanisch immer noch. Und ich habe so eine USB-Mini-Tastatur. Die funktioniert über Bluetooth und die hat Batterien und darüber... Also ganz klein ist. Die hat die Größe eines Super Nintendo-Controllers. Ein bisschen weiter nach unten. Also legt so zwei Super Nintendo-Controller übereinander und das ist dann meine Tastatur. Ja, und hier, das ist meine normale Tastatur. Und dann habe ich, und die ist für USB. Dann habe ich mir jetzt noch eine japanische Tastatur bestellt. Die hat diesen klassischen Tastaturanschluss. Ja, das heißt, ich kann die normale Tastatur benutzen und meine Mini-Tastatur. Meine Mini-Tastatur werde ich für Englisch und Deutsch benutzen und meine japanische Tastatur. Na, für was wohl? Japanisch. Und da wird mir schon wieder geschrieben. Eieiei, das finde ich ziemlich cool. Damit lerne ich noch besser Japanisch mit meiner tollen japanischen Tastatur. Hiragana und Katakana. Und
Kanji vielleicht irgendwann mal. Ja, ist am schwersten. Okay, gucken wir mal die drei. Meine Beine tun schon wieder weh. Ich habe ja eben Pokémon-Bad aufgenommen. Eieiei. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, wenn ich Geräusche mache. Aber es ist so unangenehm. Bin ich auf die Tastatur gekommen? Oh, nein. Ja, ich habe jetzt ein bisschen umgesetzt. Und ja, noch eine News. Ich habe jetzt eine Charlotte Pudding Minifigur. Nicht eine Minifigur. Die Minifigur habe ich ja schon mal gezeigt. Die Kuh-Post. Ich habe jetzt eine Bikini-Figur. Eine Charlotte Pudding Bikini-Figur. Aber sie ist auch relativ mini. Ja, da habe ich schon ein Unboxing von gemacht. Die ist richtig hübsch. Ich liebe ja Charlotte Pudding. Und ich hoffe, das Video bringt viele Views. Ich habe extra sexy und Waifu reingeschrieben. Bei meinen Videos, wo ich Waifu reingeschrieben habe, die sind immer richtig gut angekommen. Da habe ich immer richtig viele Views drauf bekommen. Und deswegen habe ich jetzt ein Video gemacht, wo ich dann geschrieben habe, oh, sexy Waifu, Charlotte Pudding, Bikini-Figur. Ich hoffe, das bringt eine Menge Views und Abos. Hier kann ich ja ehrlich mit euch reden. Hier kann ich ja ehrlich sein. Trink mal einen Schluck. Was soll ich hier lügen? Die Leute, die mich wegen sexy Waifu Charlotte Pudding abonnieren würden, niemals, denke ich mal, mein Marius Picross Let's Play angucken. Also kann ich hier ehrlich sein. Hier sind meine ehrlichen Abonnenten. Wobei, ich mag alle meine Abonnenten. Ihr seid alle ehrliche Abonnenten. Aber ich würde auch bei sexy Charlotte Pudding Bikini klicken, weil ich Charlotte Pudding liebe und da würde ich auch klicken. Hier ist eine Teekanne. Das könnte eine Teekanne sein, richtig? Aber ich will ja auch ein paar Abos bekommen und so. Natürlich. Aber ich verbiege mich dafür selbstverständlich. Ich mache nur Dinge, von denen ich selber überzeugt bin. Alter, braucht euch keine Sorgen zu machen. Okay, da haben wir zwei Einsen schon mal neu. Das heißt hier irgendwo so eine Eins. Ich verbieg mich nicht. Ich mach das, was ich mag. Okay, dann hätte ich die Eins auch schon mal erledigt. Die Reihe wäre fertig. Okay, dann ist das unten schon alles auch fertig. Alles rot machen. Sorry, ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Gestern habe ich zu sehr rumgeschrien. Beim Zocken. Ich habe nämlich online gezockt und da habe ich ein bisschen zu sehr rumgeschrien. Ja, da wurde ich zumindest sehr mich aufgeregt. Ja, aber bei mir gibt es ja eigentlich wenig Rages. Ragen, da geht ja zumindest sehr green. Es gibt Leute, die übertreiben das mit Ragen. Ich meine damit nicht... ich trinke nochmal einen Schluck. Vielleicht muss ich Bonbon nehmen. Es gibt ein paar Leute, die übertreiben das mit Ragen, finde ich. Mensch, ich meine übrigens nicht dich, aber du könntest, glaube ich, wissen, wen ich meine. Da gibt es jemand, der brüllt eigentlich immer rum. Immer. Ohne Grund. Wenn er ein Level schafft, brüllt er. Wenn er was nicht schafft, brüllt er. Wenn gar nichts passiert, alles ganz neutral ist, schreit er irre rum. Also, das finde ich viel zu übertrieben. Von dem kann man die Videos nicht angucken. Ich werde natürlich keine Namen nennen. Aber ich kann mir von dem keine Videos angucken. Ich möchte auch mal auf Klo gehen währenddessen zum Beispiel oder in die Küche gehen. Und dann möchte ich nicht, dass er mal irre rumbrüllt und dass auf einmal die ganzen Nachbarn was hören. Weil ich finde, das ist wichtig beim Let's Play, dass man auf einer gleichbleibenden Lautstärke bleibt. Wobei, dann ist der gleichbleibend laut, ne? Aber. Oh, ich finde es aber nur schrecklich. Naja, laut und sehr laut. Oh. Deswegen, macht das nicht. Regt euch auf, wenn was passiert. Zum Beispiel bei Menze. Wenn der zum Beispiel eine Stelle nicht schafft, ihn die aufregt, dann schreit er. Das finde ich ja völlig in Ordnung. Aber wenn Menze einfach... Stellt euch... Ja, ich erkläre hier toll. Ich habe meine News noch gar nicht fertig. Es wird ein interessanter Talk-Part hier. Stellt euch vor, ich nehme einfach Menze als Beispiel. Stellt euch für Menze spielt, sagen wir, Mario World und... Der sammelt einfach ganz normal einen Pilz ein und schreit dann wie ein Irrer rum. Der springt gegen einen Münzblock und schreit dann wie ein Irrer rum. Der betritt ein Level, schreit dann wie ein Irrer rum. Das wäre auch total langweilig und total bescheuert. Aber wenn Menzel zum Beispiel irgendwo einen schweren Sprung nicht schafft und sagt und dann sich aufregt, dann ist das
in Ordnung, aber ohne Grund. Zum Beispiel, wenn man jetzt einfach nur einen Pilz einsammelt und dann schreit, warum? Oder eine Münze. Menzel, ich habe jetzt dich als Beispiel genommen. Aber du weißt, glaube ich, wen ich mein. Menzel weiß es. Ja, er soll aber auch kein zu viel lästern sein. Ich würde niemals Namen nennen. Oder das ist ein Gorilla hier, das Bild. Namen würde ich niemals nennen. Das macht man, finde ich, auch nicht. Wenn man über jemanden lästert, dann sollte man das anonym machen. Ich finde, anonym lästern ist in Ordnung. Da habe ich kein Problem mit. Aber wenn man beim Lästern den Namen nennt, finde ich das nicht in Ordnung. Anonym lästern ist okay. Damit habe ich kein Problem. Menzel, was ist deine Meinung dazu? Ich finde, anonym lästern ist in Ordnung. Was sagst du, Menzel? Ja, ich frage ihn jetzt an Menzel. Menzel wird jetzt alles befragt. Und wie verrätst du es? Dich auch. Dich frage ich auch mal. Und natürlich, Zuschauer, ihr könnt auch gern schreiben, wenn ihr nicht die beiden Personen seid. Könnt ihr auch natürlich schreiben. Eure Meinung dazu. Die würde mich wirklich mal interessieren. Was ihr dazu denkt. Ich glaube, anonym lästern, das macht doch eh jeder. In der Schule erzählt Lehrer auch mal um, oh ja, vor 7 Jahren, da hatte ich jemanden, der war ganz, ganz schlimm. Der lästern die Lehrer doch auch ständig. Ja, und jetzt machen wir endlich mal mit den News weiter. Ich habe mir eine tolle Vitrine bestellt, die ist richtig hübsch, weil ich ja wieder schon erwähnt habe. Und da sind alle meine Sachen drin. Ich habe einmal ein Fach für meine Prinzia-Sachen, Prinzia der Inkling. Dann habe ich ein Fach für meine Charlotte Pudding. Und dann habe ich ein Fach für Final Fantasy Crystal Chronicles Echoes of Time. Dann habe ich noch ein paar Sachen für ein paar Sammlerstücke und für noch eine Mikrofigur. Ja. Ja, in diesem Part habe ich ja kaum was geschafft, ne? So, ja, Miitopia. Miitopia macht richtig Spaß. Da hat mir Menzel schon geschrieben, denen macht das auch Spaß. Ups. Miitopia ist ein richtig gutes Spiel. Da habe ich mir ja Lily Flyer und Prinz Ramoda erstellt und hat so eine Miko als Charaktere. Und das ist einfach cool. Es macht Spaß, Miitopia. Ja, ich hoffe, ich gehe jetzt nicht Game Over. Es ist nämlich knapp davor. Sorry, wie gesagt, Halsschmerz ein bisschen. Die Reihe wäre fertig. Wobei, nein, die Reihe ist nicht fertig. Verdammt. Die beiden, ne? Die Reihe ist aber fertig. Mal sehen. 3, 1. 3, 1. Das sind 2. Das ist nur der 1. Und wir haben es. Was ist das? Ein Affe, ja. Ja, wow, wir haben jetzt ein Bild geschafft. Ich glaube, wir schaffen das diesen Part nicht fertig. Es tut mir leid. Es tut mir leid, die 11. Okay, die nächste News. Ich habe mir 17 gemacht. Ah ja, Sony wollte ja PS Vita und PlayStation 3 Store down machen, aber sie haben es zum Glück nicht gemacht. Ja, ich liebe ja meine PS Vita und ich habe auch eine PS3 und ich finde gut, dass sie dank Protesten sich noch umentschieden haben und die Stores nicht down genommen haben. Ich glaube, die haben das gemacht, weil die gesehen haben, oh, da kaufen wir noch ganz schön viele. Es wäre dumm, wenn wir den jetzt down nehmen, dann würden wir ja viel weniger verdienen. Ja, das finde ich gut. Sony, hier habt ihr einen Daumen nach oben, dass ihr den Store, beim Stores PlayStation 3 und PS Vita doch nicht down genommen habt. Das finde ich gut. Und ich spiele momentan sehr viel PlayStation 4, immer noch. Ich spiele viel mehr PlayStation 4 als als Switch. Und ich spiele momentan sehr viel Shareplay. Shareplay ist cool. Das kann man dann zu zweit spielen, obwohl der andere, also online, das kann man online zu zweit spielen, obwohl der andere 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, obwohl der andere das Spiel gar nicht besitzt. Aber über SharePlay ist der sozusagen dann Controller 2. Das ist wirklich so. Er ist einfach Controller 2. Zum Beispiel, wenn man Crash Team Racing spielt, dann ist er einfach Controller 2. Ich glaube, man kann, wenn das nicht online spielt. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls bei Gensu Skydrift und bei Dreams funktioniert das gar nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Da funktioniert SharePlay gar nicht. Er stört das immer ab. Irgendwie, ich weiß nicht. Weil man sich da, glaube ich, online verbinden muss. Wenn man da dann im Online-Mode ist. Und irgendwie funktioniert das bei den beiden Spielen. Aber bei Sword Art Online funktioniert das. Aber das ist einfach nur ein Einspielerspiel. Aber es ist komisch. Dreams lässt da nicht zu, dass man das online zusammen spielt. Und Gensu Skydrift geht überhaupt nicht. Stürzt direkt immer ab. Also Gensu Skydrift geht leider nicht. Das ist doof.
Leider nicht über Shareplay. Also, das finde ich sehr schade. Ich wollte das eigentlich mit jemandem spielen. Dann klappt das nicht. Finde ich schade. Und deswegen noch GTA San Andreas gekauft, weil ich mit jemandem mal zusammen spielen will. Ich habe das vorher noch nie gespielt. Ja, jetzt haben wir alle News durch. Sorry, dass ich so unschöne Geräusche mache. Der Karton hier. Oh, der soll nicht die ganze Zeit aufgehen. Tut mir leid. Es tut mir leid, die unschönen Geräusche. Ich glaube, die waren nicht zu laut. Ja, es ist eine 5, es ist eine 6. Es sind alles 5. Sorry eben für die Geräusche. Ich glaube, es war nicht. Ja, es tut mir leid. Ich wiederhole mich, aber es war zu laut. Sorry, es tut mir leid. Ich wollte keine unschönen Geräusche machen. Menzel, verzeih mir. Lieferette, verzeih mir. Namenlose Zuschauer. Wobei, sie sind ja nicht namenlos. Sie sagen einfach ihren Namen nicht. Anonyme Zuschauer, es tut mir leid. Was ist denn das hier? Okay, wo geht die 5? Sorry, Mann, ich bin so schlecht. Ich bin gar nicht total. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist ein Hammer. Ist ein Hammer, ne? Ja, ist doch der Hammer, ne? Da ist es Hammer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist eine 4. Was fehlt denn noch? Mal sehen. 3, 8. 2 für 7. Jetzt Ende. Nein. 1, 2, 2, 6. 3. Okay, es geht noch weiter. So, fertig. Was fehlt noch? Mal sehen, 15, 2, 12, 1, 11, 1, 10, 1. Und dann 3. 3, 1, 4, wo ist hier noch eine 1? Hier. Also 15, 12, 1. Ich gehe mal die Zahlen so durch. 15, 12, 1, 11, 1, 10, 2. Hä? Oh. Warum habe ich mich hier so gemacht? Oh, es waren erst 4. Ich habe meinen verzählt. 9, 3. 3, 1, 4. So, 2. Oh, das sind 2. Dann ist hier noch einer, ne? Ja! Magnifier? Was ist ein Magnifier? Oh, da kommt ja noch andere Musik. Ah, das ist eine Lupe, ne? Ja, Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Ich mach Schluss für diesen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.